Servus und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, und zwar zur Nachbesprechung und zur Decklistenübersicht der YCS Utrecht, die am Wochenende stattgefunden hat. Und kleiner Spoiler: Joshua Schmidt konnte seine dritte YCS gewinnen, und wir wollen uns auf jeden Fall heute nochmal in Kurzform wirklich heute nur die Decklisten anschauen, denn die Decklisten, die wir heute uns ansehen, die sind an sich gar nicht mehr so relevant, denn Darkwing Blast erscheint noch diese Woche und vor YCS Dortmund erscheint gleichzeitig auch noch Magnificent Mavens, was natürlich das ganze Metagame nochmal durcheinander wirbelt, aber ich denke, es sind vielleicht trotzdem nochmal ein, zwei interessante Sachen dabei, die man eventuell mitnehmen kann. Und ja, wenn wir schon über Dortmund sprechen, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wer von euch ist denn in Dortmund am Start auf der YCS. Ich werde auf jeden Fall da sein, deswegen ja, würde mich freuen, wenn da der ein oder andere von euch eben auch anzutreffen ist. Und ansonsten, ihr kennt das Spiel, Däumchen nach oben könnt ihr auch gerne da lassen, freue ich mich riesig drüber. Gerne auch noch ein Abo, fehlen noch knapp 40 Abos, dann haben wir den nächsten 100 voll. Würde mich auch hier freuen, wenn ihr mich da noch weiter supportet. Und ja, ich würde sagen, genug zum Intro. Ihr wisst, um was es geht, und wir besprechen gleich erstmal, was waren die Keykarten, was hat den Herrn Schmidt denn letztendlich zum YCS-Titel gebracht, und die Decklisten, die schauen wir uns, wie gesagt, dann in Kurzfassung und in Kurzform auch nochmal an. Starten wir erstmal mit den Breakdown. Und wie immer findet ihr natürlich auch diesen Breakdown und auch die Decklisten nochmal verlinkt unten in der Videobeschreibung, ist auf Caloncho Store. Da könnt ihr euch die nochmal in Ruhe ansehen. Und ja, wir haben auf jeden Fall hier einmal die Top 64, die Top 8 und die Top 4. Und wir sehen auf jeden Fall, dass Sprite sehr, sehr dominant war, nämlich mit 47% bei den Top 64. Dann haben wir noch 26% andere Decks, 6% Mesmech, 8% Flanderies und 13% Tier Elements. Da muss man allerdings dazu sagen, viele der Others-Versionen waren teilweise eben auch mit Tier Elements, und deswegen glaube ich, ist der Graph hier nicht ganz so richtig. Deswegen glaube ich, die Repräsentanz von Tier Elements müsste dann, glaube ich, eher so bei 30% liegen, oder sagen wir mal eben, wenn du das zusammennimmst, also ich würde es einfach mal so schätzen. Lassen wir es einfach mal so stehen. Dann in den Top 8 13% Exorcista, 25% Tier Elements und 62% Sprite. Sehr, sehr viel. Und dann eben auch noch 100% Sprites in den Top 4, und das ist halt insane, und ich glaube, damit hätte auch sonst niemand gerechnet. Aber wer das Event verfolgt hat, der hat gesehen, dass diese Decks sehr, sehr dominant waren. Ich habe das Event ja selber auch auf Twitch gestreamt, beziehungsweise gerestreamt, war da ungefähr 12 Stunden live. Deswegen, falls ihr auf Twitch bei mir noch nicht am Start wart, würde es mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch noch ein Follow da lasst. Da werde ich auf jeden Fall in Zukunft öfter nochmal so Aktionen starten. Und ja, wir schauen uns die Decklisten an. Ich möchte hier, wie gesagt, die Decklisten heute nicht im Detail besprechen. Wir gehen da wirklich nur ganz, ganz schnell drüber, weil die Listen fürs kommende Format wirklich nicht mehr so relevant sind. Aber ich denke, für die Vollständigkeit möchte ich das eben hier auf dem Kanal trotzdem nochmal drauf haben. Und ja, Top 64, Liste von Lukas Hersche. Wir haben hier auf jeden Fall ein Sprite Life Twin und das Ganze mit Handtraps und auf jeden Fall teilweise auch mit Boardbreakern. Denn wir sehen hier Talents, wir sehen Mind Control, wir sehen Change of Heart und wir sehen bei den Handtraps 3 Ash, 3 Ghostbell, 2 Impermanenzen und 3x die Effektversteigerin. Finde ich auch interessant, dass Veiler über Impermanence hier gespielt wird. Kann ich mir nicht so richtig erklären, aber ist auf jeden Fall so die Entscheidung gewesen. Im Extra Deck sehen wir auf jeden Fall Unchained Abomination. Ich glaube, so heißt das Ding. Ich kann die immer nicht aussprechen. Und auf jeden Fall noch den Nightmare Greif. Das sind auf jeden Fall so die Karten, wo ich sage, das ist besonders. Und ansonsten im Main Deck, glaube ich, gibt es nichts Besonderes. Im Side Deck, was man erwähnen könnte, sind Artifact Heiligtum mit Trap Trick, das heißt Sensenlock. Und der Rest, der ist, glaube ich, wirklich nicht mehr erwähnenswert. Evenies haben wir neulich schon gesehen, dass die viel gespielt werden. Dann haben wir auf jeden Fall in den Top 32 Serkan Erka, den sein Feature-Match haben wir eben auch im Stream verfolgt und haben da mitgezittert. Der hat Sprite Adventure gespielt, und das ist eine Liste, die gefällt mir auch sehr, sehr gut, denn wir sehen den flinken Nimble Angler ist beziehungsweise hier drin, also flinker Angler sehen wir hier drinne. Auf 3, und das ist absolut richtig. Die Liste hätte ich tatsächlich wahrscheinlich auch so ähnlich auf der YCS gespielt. Ein, zwei Changes vielleicht, aber ansonsten fast das gleiche Deck. Deswegen gefällt mir sehr, sehr gut. Droplets sind hier noch drin, synergiert natürlich super eben hier mit der Draco Back und der Illegal Knight. Ist auch richtig, dass der noch drin ist, und die Toad Engine, die wird eben auch hier drin gespielt. Also ich denke, super solider Deckbau. Und im Ex-Deck, da gibt es auf jeden Fall ein bisschen Spice, und zwar die Mannequin Cat. Das ist eine sehr, sehr wichtige und sehr, sehr spicy Karte. Kommen wir aber später bei der Gewinnerliste nochmal zu. Da möchte ich da noch ein bisschen was zu sagen. Side-Deck, Thunder King Ryo, und da kann ich auch zu sagen, das gehört dazu, dass hier eben, ja, die Mannequin Cat gespielt wird. Dann haben wir noch Kauz und Schlossvogel, dann haben wir noch hier dreimal Shifter drinne, dann dreimal Chaos Hunter, und auch das kommt zur Mannequin Cat nochmal dazu. Die hätte ich dann vielleicht nicht dreimal gespielt, aber ich denke, das konnte man so machen. Dann Gamma Burst noch hier drinne und Cosmic Cyclins, und wir springen direkt zur nächsten Liste. Top 32, Mess
Mech. Und ich glaube, dazu brauche ich auch nicht viel sagen. Main Deck Build, Handtraps, Mass Mech, eine Ghost Mourner vielleicht als Besonderheit. Und wir sehen den Cosmic Cycling. Das ist die Liste mit Equation, ohne Induction und soweit die Besonderheit im Main Deck. Extra Deck sehen wir zweimal Access Call Talker. Das sieht man auch nicht unbedingt immer. Zweimal Splash Mage gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also da hat man sich auf jeden Fall genug Gedanken gemacht. Side Deck sehen wir dann Gamma Package, Droll und natürlich Backrow Removal, Evenlies und Rivalität der Kriegsherren. Und dann springen wir in die Top 32 in Runic Sprite, allerdings nicht Standard, sondern Runic Sprite Trickster. Und das ist auf jeden Fall auch nochmal spicy, denn wir haben hier Trickster, Kandina, Lidibelle, 3 Lightstage und tatsächlich auch die Reincarnation und deswegen eben auch hier Droll und Lockbird im Main Deck, weil man hier immer noch die Reincarnation-Droll-Kombo machen kann, wo man sagt, der Gegner darf nicht mitspielen. Gefällt mir persönlich ziemlich gut die Liste. Nur die Runic Foundation, also die Field Spell, die hätte ich glaube ich noch ein weiteres Mal gespielt, ansonsten Epiria zum Beispiel auch nicht hier drin. Die Trickster Engine nimmt natürlich ein bisschen Platz weg, deswegen dann halt nur eine Capshell, aber ich denke insgesamt trotzdem solide Liste und zwei Smashers, so das sind auf jeden Fall die Besonderheiten. Im Extra Deck auch hier Unchained Link Monster drin, beziehungsweise der Abomination ist hier drin und dann das Side-Deck ist auch Resonator, Pankratops, dann eben auch wieder Shifter, Nibiru, dann der Gamma Burst, Cosmic Cyclins und Evenly Matched. Dann haben wir tatsächlich in den Top 8 die Liste von Jack Wärmer. Auf jeden Fall war Deutschland gut vertreten im Top Cut und der hat hier eine 57-Karten-Variante von Tierlement, Scareclaw, Adventure gespielt und Danger muss man auf jeden Fall ja auch noch erwähnen. Ist auf jeden Fall auch ein wilder Bild gewesen. 57 Karten, aber hat ja wunderbar funktioniert. Wir sehen auf jeden Fall die Besonderheiten. 3 Sulik, bei 57 Karten kann man das machen. Dann natürlich auch ein Pantrips hier drin, Ghost Mourner, Nibiru, Impermanence und wir sehen auf jeden Fall eine gemaxte Tier-Element-Engine und bei den Scareclaw-Karten ist Visa Starfrosty auf 3, dann der Lightheart auf 1 und dann eben noch die beiden Spells eben auch noch einmal. Also das hat auf jeden Fall gut funktioniert, wer das on Stream gesehen hat. Super Pullis werden im Main-Deck gespielt und ja, wie gesagt, Adventure Package ist hier eben gemaxt. Dann die Besonderheiten im Extra Deck. Da sehen wir eine Baroness und wir sehen das, ja, das Scareclaw Link 1. Aber ob das dann so besonders ist, weiß ich nicht, weil man spielt ja natürlich Scareclaw-Karten hier drin. Deswegen, ja, ich denke, das sind soweit die Besonderheiten. Side Deck, Gar Cowboy, tatsächlich auch seine Time-Version oder seine Variante fürs Timeout. Dann Cherries, die sieht man auch sehr häufig aktuell. Und dreimal Darkhold, das ist tatsächlich gar nicht so eine schlechte Karte aktuell, sollte man nicht unterschätzen, vor allem ist es eben auch eine Karte, die unter anderem ein Mystic Mine Out sein kann und ja, ansonsten sehen wir noch eben die Match hier drin, also ich denke, coole Liste, könnt ihr auch gerne mal eure Meinung zu in die Kommentare schreiben. Dann haben wir Top 8, haben wir Exorcista tatsächlich mit einer kleinen Magistus Engine, habe ich auch schon länger nicht mehr so gesehen, dass Magistus da drin gespielt wird, freut mich aber, dass da auf jeden Fall noch ein bisschen Abwechslung drin ist und dass es dieses Deck eben auch noch da reingeschafft hat. Wir sehen vor allem an Besonderheiten 2 Darkula Main Deck, spielt ja auch gerade nicht unbedingt jeder. Und dann noch zweimal eben die Matched und ansonsten Handtrips noch ein bisschen 3 Ash, dann 3 Shifter und 3 Impermanenzen. Extra Deck sehen wir dann als Cherry Target die Gitkanos, den Gagaga Cowboy auch hier fürs Timeout und natürlich Magistus Link 1. Darf da nicht fehlen, wenn man die Magistus Monster schon spielt. Side Deck habe ich schon geteasert, Cherries, dann Gammas und eben hier auch dann noch das dritte Dark Ruler, das dritte Evenly, Cosmic Cyclins und Solemn Judgments. Und wir springen in die Top 8 zu einer anderen Liste und zwar hier Tier Element Runic. Also ihr seht, auch Tier Element wird damit gespielt und die Liste hat auch viel Spice. Nämlich es werden nur 2 Pelerino gespielt, dafür eben die Crystal Beast Engine mit Guts und natürlich auch der guten Schildkröte von den Crystal Beast, die eben konstant eine Field Spell suchen kann. Das heißt, entweder die Foundation von den Runics oder das Perlerino. Trotzdem hätte ich, glaube ich, das Perlerino auf 3 gespielt. Ich glaube, gut, ich meine, vielleicht hat er dann auch zu oft die Field Spell, er hat es getestet, also vielleicht ist es auch korrekt so, aber ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich anders gespielt. Ein Rhino Heart finde ich auch gewagt, aber ich denke, das ist auch okay so. Könnt ihr mir aber eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten Super Pulli ist eben auch noch im Main Deck. Und ja, ist eine coole Liste auf jeden Fall, denn der Spice geht auf jeden Fall im Extra Deck nochmal weiter. Wir sehen Toad, ist jetzt nicht ganz so ungewöhnlich, sieht man manchmal, aber gerade im Side Deck, da haben wir auf jeden Fall hier einmal das Runic Monster, was nochmal heilt fürs Timeout. Dann ist hier auch Lava Golem drin, dann haben wir das größere Dino Wrestler Package mit einmal Pankratops und dem Field Spell. Dann auf jeden Fall hier eben auch noch Geheimsdorf der Hexer, Called by the Grave, Cosmic Cycling und Skill Drain. Und das ist auf jeden Fall auch noch ein bisschen spicy, finde ich auf jeden Fall auch ganz nice, coole Liste. Dann Top 4, Francesco, sehen wir nochmal Life Trin Sprite, auf jeden Fall auch ein Deck, was gut performt hat, Main Deck, glaube ich, gibt es wirklich nichts, was ich erwähnen würde, Enemy Controllers kann man jetzt vielleicht nochmal erwähnen, ist jetzt vielleicht nochmal ein bisschen besonders, wir sehen auch hier eine Mannequin Cat, allerdings nicht mit den entsprechenden Targets, die hat er dann scheinbar nicht erkannt und im Side Deck haben wir auch Artefakt Heiligtum eben und Shifter Package mit Gamma Burst und ein zweiter Smasher ist eben hier auch nochmal drin und
Mit Resonator ist natürlich auch noch eine Karte und wir springen direkt mal auf Platz 2 zu Dinkabui. Und generell, wer das Finale nicht gesehen hat, ihr habt definitiv was verpasst, denn hier haben zwei unfassbar große Ikonen unseres Yu-Gi-Oh!-Hobbys gegeneinander gespielt, Dinkabui gegen Joshua Schmidt, und das sind vielleicht aktuell die beiden besten deutschen Spieler, die wir so haben, auf jeden Fall beides YCS-Champions, und es war ein sehr, sehr interessantes Finale, denn es war ein Mirror-Match. Und ja, die Besonderheiten in der Liste hier bei Sprite Runic von Dinkabui sind auf jeden Fall, dass das Sprite Package relativ klein gehalten hat. Er hat zwei Jet gespielt und zwei Blue und nur zwei Starter. Das ist auf jeden Fall der Unterschied zu der Liste von Yoshi, die wir uns gleich ansehen werden. Und ansonsten spielen auf jeden Fall, sehen wir hier, Wind Up Kitten zum Bouncen. Ist natürlich wichtig eben für dieses Deck, weil es oft keine Battle Phase hat. Da muss man das eben anderweitig lösen. Und vor allem natürlich auch Lava Golem im Main Deck. Das auf jeden Fall spicy, kam sehr, sehr gut. Und als einzige Handjob hat man sich hier entschieden, in Permanence zu spielen. Dafür noch zwei Breaker mit Droplets. Und wir sehen auch hier Epiria und Capshell und eine Metal Foe Fusion. Das ist auf jeden Fall auch nochmal besonders. Und ja, ansonsten Extra Deck gibt es nichts, was ich erwähnen würde. Aframax ist hier drin. Psytex sehen wir dann. Sphere Mode hat sich auch gut etabliert. Resonator, dann Nibirus. Wir sehen den Eradicator Virus. Wir sehen Evendies und noch ein Cosmic Cycling und ein Feather Duster. Und da ist auch schon die Liste des neuen YCS Champions der YCS Utrecht 2022. Herzlichen Glückwunsch auch nochmal von mir an dieser Stelle. Absolut super Performance und ich denke, das ist das beste Deck gewesen, was eben dort auf diesem Turnier gespielt wurde. Und hier sehen wir es eben, das Ganze wurde etwas größer gespielt. Yoshi spielt ein größeres Sprite Package, 3 Jet, 3 Blue, eben auch 3 Starter. Er spielt keine Droplets, dafür spielt er Talents hier drin. Das heißt, es sind nur Kleinigkeiten, die dort anders sind. Dafür dann 2 Ipiri hier drin, eine Capshell und vor allem der große Spice, der ist eben im Extra Deck. Und zwar ist es die Mannequin Cat und die hat zusätzliche Targets im Side Deck, denn wenn diese Karte auf dem Spielfeld ist und der Gegner ein Monster, ich glaube als Spezialbeschwörung beschwört, ich werde es euch hier irgendwo einblenden, dann habt ihr die Möglichkeit, je nach Deck eben eins dieser drei Targets eben aus eurem Deck-Spezial zu beschwören. Das ist Chaos Hunter, das ist Thunder King Rayo und es ist auf jeden Fall die gute Schildkröte hier. Und das sind alles drei Karten, die den Gegner immer aus seinem Spiel rausnehmen und ihm locken. Mit Rayo kann man nicht mehr suchen. Die Schildkröte zum Beispiel, die verhindert auch, dass keine Monster mit 1800 oder mehr ATK mehr beschworen werden dürfen. Also das sind auf jeden Fall sehr, sehr starke Locks, die da drin sind. Gefällt mir persönlich sehr, sehr gut und ich glaube, das wird uns auf jeden Fall auch noch mitbegleiten. Super spicy, super gute Idee. Und ansonsten im Side-Deck sehen wir halt hier noch Sphere Modes, Droplets, Eradicator und das dritte Talents, Called by the Grave und den roten Resonator, der tatsächlich am Ende diese YCS entschieden hat. Ich weiß nicht, ob das die erste YCS war, die im Timeout entschieden wurde über Healing von Life Points. Weiß ich nicht, kann ich mich nicht mehr dran erinnern. War vielleicht nicht das Ende, was wir uns gewünscht haben, aber insgesamt trotzdem ein sehr, sehr interessantes Turnier und ich hoffe, die Decklisten, die geben euch trotzdem noch mal ein bisschen was mit. Und ja, mehr bleibt mir nicht zu sagen. Das sind die Decklisten, die besten Decks der YCS Utrecht. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.